Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn Sie erlauben, möchte ich anfangen mit einem Zitat aus der Goslarschen Zeitung vom 7. März 2003. Da heißt es: Den 21. Dezember des vorigen Jahres, also 2002, wird Bedat Onay nach seinem Bekunden so schnell nicht vergessen. An diesem Tag will der damals 22-jährige gebürtige Türke und seit 1988 deutscher Staatsbürger mit Freunden in das Lokal Alte Feuerwache am Brauhof. Doch er wird von einem Türsteher nicht hineingelassen. Die Begründung damals, die uns mir und einem weiteren Freund entgegengebracht wurde, war, es seien zu viele Ausländer schon im Lokal. Selbst 2003 war dieses Problem nicht neu und seitdem hat sich leider auch noch nicht viel verändert. Und Sie werden dieses Problem überall in der Republik finden können, in Hamburg, Frankfurt, Berlin, aber eben auch in Hannover, in Göttingen, Braunschweig und anderen Ecken Niedersachsens. Und da werden Sie immer wieder an den Wochenenden miterleben können, wie junge Menschen angesprochen werden. Meistens heißt es dann immer etwas schleierhaft: Leider sind wir schon überfüllt, obwohl nebenher immer noch Leute reingehen. Dann heißt es mal wieder: Nein, heute nur mit Clubkarte, obwohl sonst niemand eine solche besitzt. Oder es wird Ihnen ganz eben offen, wie es in meinem Fall damals war, gesagt: Ausländer seien schon genug drinnen. Manche Disco-Betreiber haben die jegliche Scham bereits abgelegt und haben Aushänge mit, dass eben Ausländer nicht willkommen seien. Junge Migranten, ausländische Geschäftsleute, ausländische Studierende sind mit eben dieser Diskriminierung immer wieder konfrontiert, jedes Wochenende aufs Neue. Und ich muss sagen, als Niedersachse, ich finde das sehr beschämend, diesen Zustand. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben Spielregeln in unserem Land, wir haben Spielregeln in unserer Gesellschaft und Rassismus und Diskriminierung gehören ausdrücklich nicht dazu. Und unsere Werte werden eben auch im Alltag verteidigt. Und Alltagsrassismus ist ein Problem, meine sehr geehrten Damen und Herren, eben auch an der Diskotür. Und wenn junge Gruppen von jungen Leuten zusammen feiern gehen wollen am Wochenende und eine Person rausgepickt wird und es heißt: Nein, du kommst hier nicht rein, ich brauche Ihnen, glaube ich, nicht erklären, wie es sich für einen 18-, 19-, 20-Jährigen anfühlt, rausgepickt zu werden und so da stigmatisiert zu werden. Da stürzt natürlich für viele eine Welt zusammen. Und Herr Schünemann, Sie haben an einer Stelle recht. Die Stellungnahme, ich will die jetzt nicht länger weiter bewerten, ich fand die auch etwas seltsam. Aber stellen wir uns doch mal vor, die Schura hätte genau das Gegenteil reingeschrieben und alle aufgefordert: Liebe junge Muslime, geht in die Diskotheken. Ich befürchte, noch schlimmer wäre es gekommen, denn sie kommen ja nicht rein. Genau das ist das Problem. Und Sie wir wollen gerade nicht, dass Sie zu Hause bleiben, Herr Dürr. Sie sollen ja reinkommen, aber das ist der Fakt. Schauen Sie doch mal, und Sie haben das Siegel angesprochen, Herr Schünemann. Das Siegel in allen Ehren, die DEHOGE habe ich auch in dieser Phase immer als sehr kooperativ kennengelernt. Ich hatte ja damals schon auch als Ratsherr zusammen mit dem heutigen Ministerpräsidenten und damaligen Oberbürgermeister hier in Hannover, Herrn Stefan Weil, sehr gegen diese Art der Diskriminierung gekämpft. Aber die Freiwilligkeit hat eben nicht viel gebracht. Das sehen wir heute. Der Fall stand ja vor einigen Tagen noch in der Hatz. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die Evaluation können Sie jedes Wochenende hier in Hannover, in Braunschweig, in anderen Städten erleben, wenn Sie jungen Gruppen sehen, die Sie fragen: Wo kommen denn hier bitte, in welche Diskothek kommen denn Leute mit schwarzen Haaren oder sogenannte Schwarzköpfe rein, meine sehr geehrten Damen und Herren? Super peinlich. Auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat hier leider in den letzten 9 Jahren nicht allzu viel bewirken können. Die Fälle, die aufgeklärt worden sind, die Erfolg hatten, war ja zuletzt von einem Anwalt, der denn naturgemäß auch in eigener Sache sein Recht suchen konnte und es glücklicherweise auch getan hat. Aber mit dieser neuen Regelung haben auch die Ordnungsämter, das ist nämlich der entscheidende Unterschied, haben die Ordnungsämter auch eine Möglichkeit zu handeln. Bei den Testings war nämlich bisher immer das Problem, dass die Gerichte gesagt haben: Okay, wir erkennen an, es gibt eine Diskriminierung, die haben wir hier festgestellt. Aber es ist Ihnen ja kein Schaden entstanden, denn das Testing hatte ja genau zum Hintergrund, nicht reinzukommen, damit eben bewiesen ist, dass Rassismus geschieht. Insofern gab es immer die Schwierigkeit, dass daraus nichts erwachsen konnte. Jetzt aber haben wir dann, wenn wir diese Ordnungswidrigkeit aufnehmen in das Gaststättengesetz, die Möglichkeit, damit auch umzugehen. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich, namentlich hier stellvertretend für die Landesregierung bei Herrn Wirtschaftsminister Olaf Lies für diese Gesetzesinitiative, für diese Vorlage. Lieber Olaf Lies, das nächste Mal, wenn wir zusammen feiern, die Getränke gehen auf mich. Aber abschließend... Geht das für alle, Herr Kollege? Für Sie sowieso, Frau Präsidentin. Ja.
Ich schaue nochmal, was sich da machen lässt. Aber ich möchte abschließend, sehr geehrte Frau Präsidentin, noch mal ein, zwei Sätze sagen, die vielleicht nicht vorrangig an dieses Haus, sondern vor allem an junge Menschen außerhalb dieses Hauses gehen, außerhalb dieses Hohen Hauses. Nicht eure Haarfarbe, nicht eure Hautfarbe, nicht euer Name, nicht eure Herkunft sind das Problem, sondern diese rassistische Diskriminierung an den Diskotüren, die seit Jahrzehnten schon hier stattfindet, auch leider in Niedersachsen. Und ich hoffe, dass mit dieser Gesetzesinitiative zumindest ein erster Schritt genommen wird, um diese Diskriminierung zu beseitigen. Vielen Dank. Vielen Dank.